Sven, gerade läuft sie noch, die Inklusionsdebatte, also der Leitantrag des heutigen Parteitags hier in Emstetten. Was bedeutet Inklusion für Grün? Inklusion ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat das Recht, dazuzugehören, teilzunehmen an der Gesellschaft, nicht diskriminiert zu werden. Und das ist eben vor allem leider für viele Menschen mit Behinderung leider so nicht möglich im Moment. Deswegen hat die UN-Behindertenrechtskonvention da sehr klare Worte gesprochen. Sie verlangt, dass dieses Menschenrecht umgesetzt wird. Und da sind wir alle in der Verantwortung. Und wo muss das überall umgesetzt werden? Also in vielen Bereichen sind Menschen mit Behinderung diskriminiert. Zum Beispiel beim freien Zugang zur Wohnungssuche. Zum Beispiel beim freien Zugang zum Beispiel zum Regelschulsystem. Zum Beispiel beim freien Zugang zu Stadtteilzentren, zu öffentlichen Gebäuden. Also überall gibt es Barrieren und deswegen ist es ein Auftrag, als Querschnittsthema Inklusion wirklich endlich in allen Bereichen in NRW umzusetzen. Kommen wir zur Schule. Gerade in NRW ist die Schulpolitik im Moment ein sehr wichtiges Thema. Bremst eine inklusive Schule gute Schüler aus? Überhaupt nicht. Von Inklusion profitieren alle, also sowohl die Menschen mit Behinderung als auch eben diejenigen ohne Behinderung, weil es natürlich auch Sozialkompetenz fördert, Eigenverantwortung fördert. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 130.000 Schüler an Förderschulen, aber leider nur 23.000 mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen. Und da gibt es einfach sehr viel mehr, die auch in den Regelschulen mit unterrichtet werden können. Und das schafft jetzt auch Silvia Löhrmann als Schulministerin hoffentlich dann bald die Voraussetzungen für. Und vor allem wollen wir auch den Rechtsanspruch, also das Recht jedes Kindes auf Inklusion. Vielen lieben Dank und viel Spaß noch bei der Debatte. Danke, werde ich haben.